Das sieht jetzt ziemlich nach Start aus in diesem 7. Rennenpreis des Kantons Graubünden. Fudorev übernimmt die Spitze gegen das erste Hindernis, die Hürde, dann der Jeninser und in die Gegenseite der Englische. Fudorev vor Kerlas, dann My First Moon mit Tolstoy an zweitletzter und Eleganza an letzter Stelle. In ansprechendem Tempo, gemütlich, vernünftig über den Jeninser mit Fudorev zusammen mit Kerlas, dann folgt My First Moon, dann Tolstaya und Eleganza gegen das dritte Hindernis von 21, der Englische mit Kerlas außen, Fudorev innen, My First Moon ist dritte, dann folgt Tolstaya, die gerne schneller gehen möchte, Roman Julio hat alle Hände voll zu tun, sie zurückzuhalten, und Eleganza ist fünfte. Über das nächste Hindernis, da springt sich Tolstaya an dritte Position, wird sofort wieder zurückgenommen. Die Erdwallhecke im Bogen, dann die Hürde am Tribünensprung vorbei. Unverändert Fudorev in Front. Fudorev mit Kerlas, dann folgt das Duo des Pro Hindernis Racing Clubs mit der Fuchsstute My First Moon, begleitet von Tolstaya und Eleganza noch im Schlafmodus an letzter Position. Über die Hürde mit Fudorev, dann Kerlas, Tolstaya, My First Moon, dann folgt am Schluss Eleganza. Gegen die Rudi-Günthardt-Hecke, das ist am Schluss dann der Einlaufsprung und dann wieder gegen den Jeninser. Mit Fudorev vor Kerlas, dann Tolstaya an dritter Position, My First Moon ist vierte und Eleganza wartet an letzter Stelle. Über den Jeninser, dann der Englische in die Gegenseite. Da taucht Tolstaya jetzt an der Spitze auf. Roman Julio hat genug jetzt vom Zurückhalten und er lässt Tolstaya marschieren. Tolstaya an der Seite von Fudorev. Wie macht sie es jetzt, wenn sie vorne geht? Da springt sie ebenfalls sehr gut. Tolstaya und Fudorev in Front. Restaurant Grünwaldhecke. Das nächste Hindernis mit Tolstaya und Fudorev. Die beiden Schimmel in Front. Kerlas ist Dritter. Geht jetzt innen durch wieder an zweite Stelle. Fudorev bleibt vorne. Erdwallhecke, Jagdhürde im Bogen wieder vor die Hürde vor der Tribüne. Und dann geht es dann irgendwann mal in die Diagonale und nach Hause. Tolstaya außen, Fudorev in der Mitte und Kerlas, Jürg Langmeier wie fast immer auf dem kürzesten Weg. Dann folgt My First Moon und im Rücken von My First Moon galoppiert Eleganza. Über die Hürde mit Tolstaya, Fudorev, dann Kerlas, My First Moon und Eleganza. Über die Hürde, nicht über die Hürde natürlich, sondern über den Rudi-Günthardt-Hecke, das ist dann der Einlaufsprung am Schluss. Und dann geht's über den Jeninter, dann die Wendung nach links in die Diagonale und gegen den Wassergraben mit Fudorev und Tolstaya. Jürg Langmeier lauert dahinter mit Kerlas, dann My First Moon und Eleganza immer noch am Schluss. Jetzt die Wendung. Jürg Langmeier erwischt die wieder am engsten von allen, ist mit Kerlas jetzt an zweiter Stelle aufgetaucht und jetzt macht er ernst. Triple Hecke in der Diagonale, dann der Wassergraben. Und jetzt geht Jürg Langmeier in Front. Jürg Langmeier mit Kerlas ist vorne, innen auf der linken Seite Fudorev, der Herrn Ondra Velek dagegen. Dann Tolstaya und jetzt ist auch Eleganza zur Stelle. My First Moon muss schauen, dass sie hier dranbleiben kann. Noch fünf Hindernisse, die Jagdhürde im Bogen mit Fudorev, der den Angriff von Kerlas abgewehrt hat. Tolstaya ist an zweiter Stelle. Eleganza, die noch gar nichts gemacht hat, ist dritte. Kerlas ist ebenfalls da und My First Moon hat den Anschluss für den Moment verloren. Der nächste Grüne mit Fudorev, der hier hervorragend geht. An zweiter Stelle ist Eleganza, die hat jetzt einen sehr guten Endspurt. Dann ist Kerlas da und auch Tolstaya. Das drittletzte Hindernis, My First Moon ist fünfte. Vorne Fudorev gegen den zweitletzten, den Jeninser. Fudorev vor Eleganza. Dann folgt Kerlas und Tolstaya. Das letzte Hindernis, Rudi Günthardt-Hecke, der Einlaufsprung mit Eleganza, die jetzt dann gleich Fudorev angreifen wird.
Fuderev innen, Eleganza außen und Eleganza kommt und Eleganza geht vorbei. Eleganza mit Fuderev, der kontert. Fuderev kontert, der geht hier nach Hause. Ondra Velek mit Fuderev. Eleganza hat es nicht durchgezogen. Dann folgt, oi, die waren da ganz eng am Schluss. Kerlas, dann My First Moon, die am Schluss noch gut aufkam. Aber der Sieg, der geht dann Fuderev. Da habe ich mich getäuscht. Der sah aus, wie wenn er geschlagen wäre. Aber Ondra Velek, der hat das Rennen hervorragend eingeteilt. Engadiner Sieg, Fuderev mit Ondra Velek für den Stall Forz Agricola. Hier der vorläufige und unbestätigte Einlauf im 7. Rennenpreis des Kantons Graubünden. Es gewinnt die Nummer 5, Fuderev mit